Mein Name ist Björn Schreiber. Ich arbeite für die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Dienstanbieter e.V. Die FSM ist ein eingetragener Verein und kümmert sich bundesweit in Deutschland um den Jugendmedienschutz. Zum Beispiel beraten wir Unternehmen in Fragen des Jugendmedienschutzes, aber wir machen auch Projekte für Kinder und Jugendliche, unterstützen und beraten Pädagogen und helfen Eltern. Social Media ist ein ganz natürlicher und zentraler Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Sie unterscheiden nicht mehr zwischen Offline und Online, sondern das Online ist normaler Bestandteil der Offline-Welt. Ob in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis, digitale Medien und Social Media sind mit dabei und unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, auch die Welt zu erleben, zu erfahren, zu entdecken und zu gestalten. Jugendliche können auf eine Vielzahl von Möglichkeiten im digitalen Raum zurückgreifen und hierbei ihre Bedürfnisse der Kommunikation, der Unterhaltung und der Information, aber auch der Selbstdarstellung, des Testen der eigenen Selbstwirksamkeit verwirklichen. Besonders wichtig sind hierbei zum Beispiel WhatsApp für kommunikative Zwecke. In dieser privaten Messenger-App können private Nachrichten, aber auch Gruppenchats geschrieben werden. Auch von Bedeutung ist Snapchat, das ist eine Foto- und Video-App, in der kurze Stories mit anderen Freunden geteilt werden können. Das Besondere an dieser App ist, dass die kurzen Stories nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. Instagram ist eine Foto-App, in der vor allen Dingen kreative Dinge ausgelebt werden können und auch die Selbstdarstellung ausgetestet werden kann. Die digitale Allzweckwaffe ist das Social-Media-Netzwerk Facebook. Das ist bei Erwachsenen ganz besonders beliebt, nimmt aber bei Jugendlichen einen etwas geringeren Stellenwert ein. Aber hier können die Bedürfnisse der Information, der Unterhaltung, aber auch der Kommunikation mit anderen Nutzern befriedigt werden. YouTube ist die weltweit größte Videocommunity und auch hier können verschiedene Bedürfnisse durch die Vielzahl der Inhalte, die zur Verfügung gestellt werden, erfüllt werden. Aber auch Jugendliche können durch das Veröffentlichen eigener Videos auch hier wieder eigene Interessen und eigene Bedürfnisse kundtun. Nicht zuletzt gibt es noch die App Musical.ly, in der Jugendliche kurze Karaoke-Spots zu kurzen Musikstücken machen können. Hier geht es also nicht um das Singen, sondern um den künstlerischen Ausdruck und um die Selbstdarstellung. Natürlich begegnen Heranwachsende im digitalen Raum auch Risiken. Diese kann man grob in drei Gruppen einteilen. Die sind zum einen die Kontaktrisiken, das sind also solche Risiken, denen Kinder und Jugendliche begegnen. Das sind vor allen Dingen pornografische, extremistische oder auch Gewaltinhalte. Zum zweiten gibt es die Kommunikationsrisiken, das sind also solche Risiken, die in der Interaktion mit anderen Nutzern entstehen. Beispiele wären zum Beispiel das Cybermobbing oder auch das Cybergrooming, also die Anbahnung von sexuellen Kontakten von Erwachsenen an Kinder über den digitalen. Und eine dritte Gruppe sind sogenannte selbstzerstörerische Inhalte. Hier sind Jugendliche sowohl Verursacher des Risikos als auch Zielgruppe des Risikos. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel sogenannte Pro-Ana-Blogs, also Blogs, in denen essgestörte Jugendliche andere Jugendliche anstacheln, ebenfalls radikal abzunehmen oder sogar Wettbewerbe starten, wer in der kürzesten Zeit den höchsten Gewichtsverlust hat. Wichtig dabei ist, natürlich auch, dass diese Risiken durchaus miteinander verschmelzen können und sich miteinander vermischen können und kein Risiko ganz abgetrennt für sich alleine stehen kann. Und ganz zuletzt muss man auch noch beachten, dass natürlich Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Altersstufen anders auf Risiken reagieren und diese Wirkung natürlich auch unterschiedlich sein können. Pädagoginnen und Pädagogen sollten vor allen Dingen eins tun: den digitalen Raum nicht verdammen. Sie sollten vielmehr erkennen, dass digitale Medien ein natürlicher Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sind und vielfältig und auch kreativ genutzt wird. Das heißt in der Folge, digitale Medien sollten Einzug in pädagogische Prozesse und pädagogische Handlungen halten. Das kann zum Beispiel auf einer mediendidaktischen Ebene passieren. Hier werden digitale Medien als Mittel zum Zweck für das Erlernen bestimmter Inhalte genutzt. Aber auf der anderen Seite sollten digitale Medien auch an sich thematisiert werden und auch an sich Thema im pädagogischen Kontext sein. Dabei geht es neben den Gefahren, Herausforderungen und Risiken auch um die kreative Nutzbarmachung solcher Medien. Denn
Immer dann, wenn Kinder und Jugendliche digitale Medien und den digitalen Raum, Social Media und weitere Instrumente für sich kreativ nutzbar machen können, immer dann sind sie besonders gut befähigt, auch Herausforderungen und Gefahren zu begegnen.